Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen ASMR-Video. Ich war überrascht, wie viele das von euch mochten, das ASMR-Video. Und ich dachte mir, ich mache noch ein anderes, ein neues. Dieses hier ist zum Einschlafen. Also wenn du einschlafen willst, dann kannst du es hören. Ich hatte zwei Ideen heute. Ich hatte eigentlich viele Ideen, aber es ist relativ spontan. Und deswegen habe ich einfach auf meinem Mikrofon den großen Popfilter aufgesetzt. Und ich finde den Sound eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, nach was es klingt. Vielleicht ein bisschen so nach einem Sturm oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich mag auf jeden Fall, wie es klingt. Dann habe ich beim letzten Mal auch noch etwas gekauft. Das war das hier. Ich liebe den Sound. Vor allem, das sind diese Pop-Dinger. Ich glaube, ihr kennt die, oder? Das ist nice. Ich habe die immer geliebt. So, ich, das mag ich so an ASMR, dass man so kreativ sein kann. Und es macht einfach Spaß. Ich wollte eigentlich einen anderen ASMR-Kanal aufmachen, aber drei Kanäle sind mir ein bisschen zu viel. Deswegen werde ich ASMR einfach ab und an hier auf dem Kanal bringen. Einfach so Spaß und ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ich weiß, dass es auf jeden Fall nicht für jeden was ist. Aber es ist ja nur ab und zu. Und es schadet ja nicht. Und ich war echt erstaunt, wie viele Leute das von euch gemocht haben. Es ist wirklich crazy, aber ihr habt es wirklich gemacht, das war wirklich ziemlich crazy. Aber ich finde, das klingt irgendwie so ein bisschen so wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Sturm oder so. Was passiert eigentlich, wenn ich das hier mache? Das Wichtigste ist, dass ich die Sounds auch mag, habe ich das Gefühl. Weil ich mag nicht alle ASMR-Sounds. Aber das hier klingt schon sehr nice. Oh, ich mach mal einen großen. Es gibt natürlich noch bessere ASMR-Mikrofone, aber ich warte noch ab, ob ich das überhaupt machen will. Aber es macht Spaß. Also selbst wenn ich ASMR höre, dann ist es wortwörtlich fast immer entspannt. Aber ich mag auch nicht alles. Ja, aber dieses Ding, das ist ja für ASMR gemacht. Was kennt das, wie mal bei Ikea einkaufen waren? Oder irgendwo anders?
habe ich das immer geliebt, diese Dinger zu ploppen oder wie auch immer. Hören die Geräusche mit ihrem eigenen Kopfhörern. Also ich höre das, was ihr hört. Einfach. Ich finde das einfach geil so. Und wichtig. Aber das ist nur meine Meinung. Okay, noch einmal. Mal schauen. Ja, langsam. Langsam habe ich alles aufgeploppt, leider. Okay. Ich mag auch diese Sounds einfach mit der Hand am Mikrofon-Popfilter. Es gibt auch Leute, die machen es aggressiver. Frauen vor allem mit Nägeln. Ich habe nicht so lange Fingernägel. Das ist das Ding. Es gibt natürlich super viele Gegenstände, mit denen man ASMR machen kann. Also wenn ihr irgendwelche Gegenstände hören wollt oder sehen wollt. Ich habe ein paar Ideen auf jeden Fall. Dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Es wird jetzt auch nichts sein, was irgendwie immer kommen wird oder so. Aber ab und zu habe ich Lust, das zu machen. Weil ich den Effekt sehe, dass es wirklich hilft. Also ihr seht, man kann sehr kreativ sein. Es gibt wirklich keine Grenzen. Manche Leute machen ja auch ASMR Essen, wo sie kauen. Finde ich auch nicht schlecht, aber viele Leute hassen das, wenn man kaut. Abwechseln ist auch gut. Außerdem gibt es auch ASMR ohne Reden. Was ich am meisten bevorzuge eigentlich. Okay, das mag ich, das ist cool. Mal schauen, was hier ist. Ja gut. Am Popfilter ist es besser. Und was ist, wenn man den Popfilter dreht?
muss man schon mal experimentieren. Es ist sehr spontan. Mal gucken. Tappen. Ist gut. Oh, das ist ein guter Sound. Nicht so laut, aber das ist crazy. Es gibt auch aggressiveres ASMR, wo Leute wirklich viel aggressiver sind. Das Buch ist an sich eigentlich ein sehr schönes Buch. Ich verstehe nur den Sinn dahinter nicht. Aber es ist sehr bunt und alles. Also ihr könnt sehen. Ich verstehe nicht, was da drin steht, aber aus der Fernbedienung machen kann, die man nicht mehr benutzt. Schwierig. Naja, ist nicht so. Also mit, wenn man das macht, geht's eigentlich. Das ist auch nicht mein Lieblingssound oder so. Ich habe eine Idee. Ich habe mir letztens eine Batterie geholt. Aber das ist so ein Akku-Ding. Oh Gott, die gehen nicht wirklich raus. Wie das, wenn man das reinstupst. Ja, ist okay. Auf jeden Fall habe ich das für. Ich dachte mir, man kann Batterien immer gebrauchen und dann habe ich mir das gekauft. Weil ich nie Batterien habe. Ich habe es mir besser vorgestellt, als es jetzt letztendlich war. Aber gut, das war's für das ASMR-Video für heute. Wenn du nochmal ein ASMR-Video sehen willst, lass mich wissen, mit welchen Gegenständen. Und ja, dann